Ja, normalerweise wäre heute ein Tag, an dem die Straßen bunt und voller feiernder Leute sind. Corona lässt das nicht ganz zu. Es muss im Moment zu Hause gefeiert werden. Etwas schmerzhaft, aber auch ein Grund, um kreativ zu werden. Und da fragen wir mal nach bei Michael Jansen. Er ist Präsident vom Hauptausschuss Duisburger Karneval. Und im Karneval duzt man sich. Deswegen, hallo Michael, ich grüße dich. Grüß dich und schönen guten Abend. Michael, das ist eine schwierige Zeit für uns alle, gerade jetzt aber für den Karneval natürlich auch sehr bitter. Wie sehr fehlt dir jetzt gerade auch heute dieses jeckebunte Treiben auf den Straßen? Ja, natürlich, als richtiger Karnevalist, es fehlt natürlich an allen Ecken und Kanten. Und wenn man jetzt bei uns durch die Innenstadt läuft und sieht den Platz, wo sonst jetzt das Zelt stehen würde, wo sicherlich so 1.500 bis 2.000 Mönen lustig feiern würden, natürlich bekommt man einen Herzschmerz, ganz klar. Sonst würde es man es nicht mit Leidenschaft und mit Herzblut machen. Was heißt das jetzt heute für euch als Prinzencrew? Ihr habt ja eigentlich einen Termin nach dem anderen, nicht nur heute, auch schon in den vielen Wochen vorher. Aber jetzt gerade an Altweiber, wie versucht ihr gerade so ein bisschen Karneval unter die Leute zu bringen? Ja, also wir als Hauptausschuss Duisburger Karneval haben jetzt organisiert, dass wir tatsächlich dann am Samstag mit Karneval at Home so ein bisschen live streamen können, so ein bisschen Karneval in die Wohnzimmer transportieren können. Und da sind wir heute schon den ganzen Tag unterwegs und verteilen, ich zeige das mal ganz kurz, Karneval at Home Taschen, in dem alle Insignien und Ritualien drin sind, die man so braucht, um Karneval at Home zu feiern, um ein bisschen Karnevalstimmung auf die Sofas und auf die Sessel unserer Duisburger Narren zu bekommen. Genau, da knüpfe ich jetzt direkt mal an, um noch ein bisschen mehr Informationen zu liefern. Karneval at Home, das ist im Prinzip ein Livestream, den ihr ab Samstagabend startet. 19:30 Uhr geht's da los. Du moderierst das Ganze zusammen mit Agnes Kasulke. Wird dem einen oder anderen da draußen vielleicht auch was sagen? Schon mal so ein kleiner inhaltlicher Ausblick. Was erwartet uns da? Ja, wir haben natürlich ganz, ganz viele tolle Künstler und Gäste, die sich per Video dazuschalten oder die uns im Vorfeld auch schon Videobotschaften geschickt haben. Das heißt, wir haben auch ganz, ganz viel Musik in der Show. Wir werden natürlich die zukünftige Prinzencrew unserer Stadt via Zoom bei uns im Studio haben und natürlich hoffen wir, ganz, ganz viele Wohnzimmer via Zoom bei uns im Studio haben, dass wir so gemeinsam ein bisschen interaktiv Karneval feiern können, ein bisschen Musik dabei haben und hoffentlich auch ein bisschen lachen können. Ich denke, das wird passieren. Trotzdem ist das Ganze ja auch für alle Beteiligten neu. Das ist für euch neu, das Ganze digital an die Leute zu bringen. Und ihr versucht ja auch immer Stimmung dann auch jetzt dann über das Zoom-Event in dem Fall bei euch reinzuholen. Wie schaut ihr da so gerade auf den Samstagabend? Sehr, sehr nervös, weil es ist für uns ja wirklich alles Neuland. Wir kennen uns damit ja gar nicht aus. Ich sage mal liebevoll, ich habe lieber 8 Zeltveranstaltungen als eine Zoom-Veranstaltung, weil da weiß man, was man tut, da weiß man, wie es funktioniert. Na klar, für uns komplettes Neuland. Wir wissen gar nicht, was auf uns zukommt. Hält die Internetleitung? Wie passiert das alles? Wie kommt das überhaupt rüber bei den Leuten? Wird es nicht einfach zu langweilig? Und von daher basteln wir jetzt wirklich schon seit 2 Wochen an dem ganzen Konzept und hoffen einfach, dass es aufgeht, dass der Knoten platzt und die Leute im Nachgang sagen, Mensch, das war schön, das war richtig Karneval zu Hause. Vor allem ist es dann vielleicht ein schöner Einstand für eigentlich ja den Höhepunkt in der Session, der Rosenmontag. Es wird jetzt in diesem Jahr keinen Zug geben, der durch Duisburg fährt. Trotzdem die eine oder andere Person da draußen, auch an den Fernsehgeräten bei uns, die will ja wahrscheinlich auch ein bisschen in Stimmung kommen. Vielleicht ein kleiner Tipp von dir an dieser Stelle als Karnevalsfachmann. Was kann man tun, um trotzdem in Corona-Zeiten so ein bisschen den Karneval im Herzen zu leben? Ja, natürlich. Also die Berliner werden ja trotzdem weiter verkauft. Ich glaube, das ein oder andere Fläschchen wird im Supermarkt ja auch angeboten. Und ich glaube, ganz, ganz wichtig, weil Karneval ist einfach ein Lächeln schenken. Es ist ganz, ganz wichtig, auch mal den Nachbarn einfach, auch auf Abstand natürlich, einfach ein Lächeln zu schenken, einfach positiv auch in die Zukunft zu schauen, nicht alles ganz so negativ zu sehen. Vielleicht auch mal mit einem kleinen Witz auch über Corona ein bisschen herziehen. Es gehört einfach auch zum Karneval dazu. Und einfach damit mit einem Lächeln in die Hoffnung gehen, dass wir im nächsten Jahr wieder ganz, ganz normalen Karneval feiern können, so wie wir ihn lieben und so wie wir ihn gewohnt sind. Karneval ist also mehr als Kostüm, sondern eine Lebenseinstellung, sagt Michael Jansen vom Hauptausschuss Duisburger Karneval. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und wir drücken die Daumen für Samstagabend, dass vor allem auch technisch alles klappt. Danke dir. Ja, vielen Dank dafür.